Hallöchen. Heute möchte ich euch meine zwei Lieblingsrutschknoten oder Slipknots zeigen, die beide den Vorteil haben, dass sie Quick Release haben, also dass man sie öffnen kann, und zwar ganz easy. Und wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran und ich wünsche euch viel Spaß. Leider kenne ich beide nicht vom Namen her, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Ich bin im Namen merken oft nicht so gut. Ich habe immer irgendwann einmal in Englisch kennt, aber jetzt auch heute nicht mehr. Gehen wir mal davon aus, dass das der zweite Baum ist, bei dem wir unsere Ridgeline befestigen wollen. So, das ist die Linie. Das ist das Ende, das was zum anderen Baum geht, rüber geht. Und das ist das offene Ende. Mit dem offenen Ende mache ich jetzt eine Schlaufe. Und zwar, ich mache sie nach unten. Nicht nach oben, sondern nach unten. So, dann halte diese Schlaufe und gehe damit über das andere Ende von oben und ziehe sie unten durch. Einmal und noch ein zweites Mal. So wie beim Prusik-Knoten. So, dann habe ich so eine Schlaufe stehen und mit der gehe ich dann durch, mit dem offenen Ende, und mache so eine Zunge oder eine Lasche und gehe mit der durch dieses Teil durch. Und dann ziehe ich ihn nur mehr fest. So, und wenn er schön sauber ist, dann hält der Bombe, ich lehme da gerade voll rein. Und man kann ihn schön verrutschen, wie es halt so üblich ist. Und das Schöne dran, mit einem Ruck ist er herunten. Und ich kann ihn wieder wegziehen. Der zweite Knoten ist auch Quick Release, allerdings nicht so quick wie der andere, weil es ein bisschen herumgefummelt ist, werdet ihr aber sehen, den habt ihr schon mal gesehen. Jetzt gehen wir davon aus, dass diese Line oder die Ridge Line zum anderen Ende vom Baum geht, also zum anderen Baum. Wir gehen drüber, über das Seil, gehen zum Baum hin nochmal drüber, das so ausschaut. Dann noch einmal, dann legt man das da zusammen und geht noch einmal drüber über beide, das so ausschaut. Und dann noch einmal einen halben, dann locker ich das noch einmal und stecke da die Schlaufe durch. Zieh den schön fest und er hält. Und man kann ihn wieder schön, wenn er fest ist, kann man schön verziehen, je nachdem wie man es haben will, und hält ihn wieder schon wieder ganz rein. Und eben weil das so gefriemelt ist, man kann ihn zwar aufmachen, aber es ist halt dann so ein bisschen herumgefriemelt. Ja, das waren meine zwei Lieblingsrutschknoten oder Slipknots. Wenn ihr noch Fragen habt dazu oder wenn ihr andere Rutschknoten habt, die ihr empfehlen möchtet, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch nur einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.